Guten Morgen, beautiful Vancouver. Hallihallo, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus Vancouver, aus Kanada. Ja, wir machen jetzt heute nochmal einen Ausflug und eine kleine Tour. Wir machen einen schönen Wanderweg. Wir gehen oder wir fahren nach Lynn Canyon und da wollen wir eine Stunde laufen. Und dann kommen wir bei einem Fluss raus mit einem riesen Becken, wo man baden kann. Und dann gibt es da auch noch eine Suspension Bridge. Die ist auch kostenlos. Also ich war ja schon mal hier in dem Capilano Park, der ist ganz bekannt. Da gibt es nämlich auch so eine riesige Suspension Bridge. Und ja, und jetzt versuchen wir mal die andere heute auszuprobieren. Das ist eine ganz große Hängebrücke. Ich bin mega gespannt, ich freue mich. Und ich nehme euch natürlich mit hier. Und heute Abend fliegen wir schon wieder nach Hause. Deswegen das ist jetzt noch ein kurzer Trip, bevor es dann später nach Hause geht. Wir sind da und es geht los. Zu steil Zu bergauf. steil, ja, der Lynn 1,30 Canyon Minuten Park. bis dahin und dann. Perfekt. Gut, los geht's. Und hier zeige ich euch jetzt mal was Cooles. Das hier ist ein Bärenmülleimer. Also der ist hier gesichert, damit die Bären nicht den Müll rausholen. Wie cool. Und wie schön ist bitte Vancouver oder Kanada? Wie schön. So schön und zurück. Genau das Perfekte für heute. Wahnsinn. Also den Lynn Canyon Park kann man auf jeden Fall sehr gut empfehlen. Das ist alles hier eigentlich so schön gemacht, also ein richtig toller Weg und man läuft einfach richtig schön durch die Natur. Und ja, der Fluss ist einfach ein Highlight. Und hier, by the way, haben wir was richtig Krasses entdeckt. Seht ihr, da ist dieser Baum gewachsen auf hier so einen umgefallenen Baum. Und wir haben gesagt, wie lange liegt denn der da bitte schon so? Vor allem, der sieht noch richtig gut aus. Ja. Oder ich dachte, der zerfällt halt. Wahrscheinlich, wenn du den jetzt anfasst, das wäre jetzt mein Plan, der fällt der Welt. Aber es ist schon krass. So, und jetzt geht's noch zur Suspension Bridge. Ich bin gespannt. Wow, super schön auf jeden Fall. Also richtig cool. Auch richtig hoch. Und hier sind plötzlich voll viele Menschen. So viel haben wir noch gar nicht gesehen auf der ganzen Wanderung. Und wir sind jetzt angekommen bei den 13-Foot-Pool, also 30-Fuß-Pool. Ja, und hier sind dann richtig viele Menschen, die hier alle drin baden. Und wir natürlich auch, wir waren im Wasser, das war mega, mega, mega kalt, aber wir waren ja schon von gestern gut vorbereitet und ja, haben hier noch dann in der Sonne entspannt, das war einfach perfekt und so schön warm, wirklich besser hätte es nicht sein können. Ich
ich hatte auch einen richtig coolen Stein, auf dem ich hier gechillt bin. Der war nämlich ein bisschen wie ein Liegestuhl, also war richtig cool. Ja, ich habe mir auch gerade überlegt, wenn ich hier nochmal herkommen würde und alleine wäre, dann würde ich auch wahrscheinlich baden oder ich würde weiter unten, also nicht hier, wo alle sind. Wahnsinn, wirklich Hunde. Es war wirklich super, kann man empfehlen. Und jetzt ging es wieder zurück nach Hause mit einem Uber. Hier standen auch richtig süße Häuschen. Ich finde, so stellt man sich die in Kanada vor, oder? Mit so einem riesen Baum nebendran. Ich bin gespannt. Das ist er, oder? Ja. Ja. Hallo, 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 wir sind wieder zurück. Ja, es war super, super, super schön. Es war super erfrischend, super schön. Also jetzt richtig, es hat sich angefühlt wie Sommer. So toll. Ja, also unsere Wanderung, die hat angefangen an dem River Park und wir sind dann ungefähr eine Stunde gelaufen bis zur Suspension Bridge und dann nochmal 10 Minuten bis zu dem Water Tub, wo alle Leute baden. Und es war so schön. Es war so krass viel los, aber es war richtig schön. Also wir sind dann nochmal geschwommen. Wir waren zweimal insgesamt im Wasser und sind auch komplett eine Runde geschwommen. Das Wasser war wieder kalt, also wie gestern wieder Pazifik. Das kommt auch aus den Rocky Mountains und es war glasklar, es war so schönes Wasser. Auch richtig erfrischend. Es war richtig schön, aber sehr, sehr kalt. Aber trotzdem gut. Und die Kollegin, die kommt aus Schweden und die hat gesagt, man muss immer so lange drin bleiben, bis man wieder normal atmen kann und dann darf man raus. Und das hat geklappt. Das erste Mal hatte ich noch so Schnappatmung. Dann sind wir nochmal also kurz rein und dann ging's. Konnte ich ganz normal atmen und dann sind wir eben nochmal rein. Also wir sind immer, also einmal rein, wieder kurz raus, rein. Und wir hatten also zwei komplette Badegänge, wo wir halt immer einmal raus, rein sind. Und es geht, also man gewöhnt sich da dran und es war richtig cool. Also es war jetzt ein richtig schöner Tag. Und man konnte dort auch richtig relaxen und richtig schön sitzen. Wenn ich dann nochmal alleine hingehen würde, also wenn ich, da waren nämlich auch welche, die gelesen haben, dann würde ich nochmal ein bisschen weiter den Fluss entlang laufen und würde irgendwo da ganz abseits alleine lesen. Aber so schön. Ja, und mein Highlight war ein Bärenmülleimer. Das war mein Highlight. Ich habe noch nie sowas gesehen. Einen Mülleimer, den Bären nicht öffnen können, weil in diesem Park Bären leben. Ja, ich hätte ja gern einen gesehen. Also weiß ich dann nicht, ob ich ihn dann noch gern gesehen hätte, aber ich hätte trotzdem gerne Bären gesehen. Ja, war jetzt richtig schön. Kann man wirklich empfehlen, mit dem Uber hinzufahren. Super easy. Dann da laufen und ja. Dann danach noch schön ins Wasser gehen. Das ist natürlich also auch cool, richtig erfrischend. Und heute ist ein schöner Tag. Die Sonne scheint immer noch. Ja, ist nämlich schön. Richtig schönes Wetter. Aber wir gehen ja bald wieder raus. Wir fliegen ja zurück. Deswegen, ich lege mich jetzt nochmal kurz schlafen vor dem Rückflug und dann fliegen wir auch schon nach Deutschland wieder. Aber war richtig schön. War ein toller Tag. Meine Lieben, es geht zurück nach Hause. Ja, ich hoffe sehr, dass euch die Vancouver-Videos gefallen haben. Gestern war der Tag ja auch mega schön mit dem Helikopter und dem Wasserflugzeug und heute auch. Das war so gut, auch so schön im Wasser zu baden und einfach, es ist traumhaft, dass das Wetter so gut ist und so warm. Ich liebe die Wärme und den Sommer. Ja, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen und im nächsten Video geht es dann wieder nach Delhi, nach Indien. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüssi!